ich in einem für mich besonderen Auto. Das Auto kam auch schon drin vor in meinen Frage-Antworten-Videos. Und zwar sitze ich aktuell im Audi R8 V10 Plus im aktuellen Modell. Wir haben einen V10 Saugmotor mit 610 PS und die Kiste, die marschiert ordentlich. Die macht richtig Laune, die macht richtig Klang und richtig Spaß. Ja, warum das Fahrzeug hier ist, erkläre ich euch gleich. Und zwar machen wir hier ein paar andere Luftfilter rein. Das heißt, wir tauschen die originalen Luftfilter von Audi gegen in dem Fall Luftfilter von BMC oder K&N. Die beiden Firmen haben für dieses Fahrzeug jeweils Systeme zum Anbieten. Das bleibt das geschlossene System, das heißt, es wird lediglich der Einsatz getauscht, um einfach ein bisschen mehr Durchsatz zu haben, und es ist wartungsfreier oder wartungsärmer, wie wenn jetzt Audi bei jedem Service ihre Luftfilter mittauscht, die, soweit ich weiß, jeweils zwischen 80 und 100 Euro pro Stück kosten, das heißt, auch einiges an Geld in Anspruch nehmen. Wir machen hierzu aber für euch ein extra Video. Das heißt, das hier ist jetzt rein nur schön das Auto vorstellen, was wir machen. Und morgen oder übermorgen gibt es dann Step Part 2 mit Luftfilter tauschen. Wir hatten es gerade drüber, dass er den Spagat doch relativ gut kann. Also ich kann den Komfort mit diesem Auto ganz normal fahren. Ich will jetzt nicht sagen, dass das ein Alltagsauto ist, aber man kann mit diesem Fahrzeug wirklich ganz normal fahren. Ja? Kommen wir wieder zurück zum eigentlichen Thema. Nicht nur, dass der Kunde die Luftfilter getauscht haben möchte, sondern er hat auch gefragt, was leistungstechnisch möglich ist. Da lachen viele vielleicht, aber bei dem Motor ist definitiv noch was möglich. Wenn man hier ein bisschen an der Auspuffanlage was modifiziert, sind knapp über 40 PS und 40 Newtonmeter an Drehmoment möglich zu den 610 PS, die er eh schon hat und es richtig, richtig gut im Futter liegt. Aber wie schon gesagt, es ist noch was möglich und ich denke mal, das wird deutlich spürbar sein. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob er das macht oder wann er das macht. Das steht noch ein bisschen in den Sternen. Ich hoffe es, weil ich einfach sage, das Fahrzeug ist auch für mich, für die Werbung natürlich gut, auch gegenüber euch, um zu zeigen, was ist machbar. Wir würden dann natürlich auf den Prüfstand gehen und werden mal schauen, was kann der 8 Serie und was macht er mit einer Leistungssteigerung, dass ihr auch hier wieder den Unterschied seht. Viele gehen ja immer hin und sagen, leistungstechnisch, ja, Sauger, da geht nicht viel, aber das ist definitiv ein Trugschluss. Man sieht es ja zum Beispiel C63 W204. Auch hier ist noch deutlich was möglich an Leistungsausbeute. Man muss halt ein bisschen was an der Hardware machen, um richtig Leistung zu holen. Aber auch nur softwaretechnisch ist hier und auch beim C63 zum Beispiel schon gut was möglich. Deswegen, wenn ihr ein Fahrzeug habt, immer erst fragen. Nicht gleich abschreiben. Es gibt genügend Saugmotoren, die auch noch Potenzial haben. Er gehört dazu. C63 gehört dazu. Viele andere Modelle gehören dazu. Da am besten einfach anfragen. Unsere E-Mail-Adresse steht wie immer unten unterm Video und natürlich auch nicht vergessen unsere neue Homepage, in diesem Fall nicht mehr .de, sondern .com, heißt www.kstreet-performance.com. Einfach vorbeischauen, ist gerade noch ein bisschen in Arbeit, aber die meisten Räder sind schon belegt. Das heißt, auch darüber könnt ihr uns im Kontaktformular etwas schreiben. Wir machen jetzt für euch mal kurz die Klappe auf. So, jetzt ist die Auspuffanlage offen. Das war jetzt nur ganz dezent. Richtig schöner Klang, der V10 im Rücken macht einfach richtig Spaß. Richtig schönes Performance-Auto. Jetzt würde ich sagen, wir machen jetzt gar nicht groß weiter. Wir sehen uns beim Luftfilter tauschen und das wäre dann natürlich im nächsten Video. Bada bam, ciao.